Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir haben bereits das erste und das zweite Kapitel gespielt. Und jetzt spielen wir das dritte. Ja, das ist alles, was es zu sagen gibt. Wir schauen einfach mal. Also wir fangen einfach mal gleich an und schauen, was es so gibt. In the previous episodes of Life is Strange. Whoa. It's called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so sick of people trying to control me. Don't ever touch me again, freak. It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Ja, und nochmal sage ich hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Das war gerade echt genial. Das dritte Kapitel, die dritte Episode, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Ja, offensichtlich haben wir über Kate geträumt und saßen da, haben recherchiert über immer noch Zeitreisen, wie das alles zusammenhängt mit dem Wetter. Das dritte Kapitel heißt ja Chaos-Theorie. Also von dem her, wir schauen uns mal das Foto an. Ups. I'm such an idiot, Kate.
I could have shown this to the principal and busted David. I could have. Ach, deswegen mit dem Foto. Ah, verdammt, das habe ich ja vollkommen falsch gemacht. Wisst ihr was, wir spielen sowieso noch einmal das Spiel durch und dann machen wir komplett das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Ach, verdammt. Naja, egal. Jetzt ist eh zu spät. First I saved Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Sollten wir ihr nicht Wasser geben? Die sieht ziemlich trocken aus. Schaut mal. First I saved Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Okay, wir machen mal das Fenster zu. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. Okay, wir können das Fenster nicht zumachen. To my tornado vision. Oh, wir haben hey, das. Oh. Kate will be back soon, and until then, I'll be catering to your every whim. Dann gib es was zu essen. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. No. Ja, ich habe bei Tieren immer noch ein schwaches Herz. Das wird sich auch nie ändern. Tiere sind süß, okay? Eine Lampe einschalten? Warum sollten wir? Das war unnötig. Auf zum Laptop. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Er war ein ziemlich verrückter und schlauer Mann. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Mist. Neuigkeiten. Was ist heute mit mir los? Huch, ich habe eine Nachricht. Ah, okay. Von meinem Vater. Neuigkeiten aus Arcadia Bay online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Arcadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell Academy wäre heute fast vom Dach des Wohnheims auf dem Campus in ihren Tod gesprungen. Mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen, dass die Schülerin Kate Marsh, 18, von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klicken für das Video und weitere Details. Ich habe irgendwelche Probleme beim Vorlesen. Ja, irgendwas ist mit meinem Mund gerade nicht in Ordnung. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Solltest du echt nicht. Liste vermisster Personen Arcadia Bay, Oregon. Wenn Sie Informationen zum Aufenthaltsort der folgenden vermissten Person haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei von Arcadia Bay. Rachel Amber, vermisst seit dem 22.04.2013. Elton Casey, vermisst seit dem 10.11.2001. Entschuldigung. 10.11. Der 10.11. Das Jahr stimmt nicht ganz. Ist der Geburtstag einer Freundin von mir. Und 17 Tage später ist mein Geburtstag. Okay, den werde ich sowieso nie in meinem Leben feiern, aber naja. Melissa Lee Grayson, vermisst seit dem 22.03.1997. Winston Smith, vermisst seit dem 8.06.1984. Das ist lang. Sunshine Ray, richtiger Name unbekannt, vermisst seit dem 14.12.1973. Ich glaube, die haben irgendwelche Zahlen eingegeben, außer bei Rachel Amber. Okay, aber ich glaube, wir haben in dem Spiel 2015, wenn ich mich nicht irre. Oder 2014. Das heißt, die wird schon seit ein, zwei Jahren vermisst. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Ich möchte mal kurz etwas sagen. Das war irgendwie klar. Das war irgendwie klar, weißt? Am Anfang machen sie noch Spaß. Sie tun ihr weh, tun sie quasi richtig mobben. Und dann, wenn erstmal etwas richtig passiert, auf einmal, oh, ich hab dir nie was Böses gewollt, es tut mir leid. Und wir haben, ja genau, wir lieben dich.
Und keine Ahnung, ich finde das einfach widerlich aus irgendeinem Grund. Also, Taylor Christensens. Nein, ohne Akzent. Christensen. Jetzt. Gute Besserung, du bist in unserem Herzen. Victoria, Marybeth, Chase. All unsere Gedanken gelten dir, Kate. Ivan Harris. Denke an dich. Wow, wow, kreativ, sehr kreativ. Danke, dass du an sie denkst. Mark Barrington. Mark B. Punkt. Oh, dafür muss ich ein bisschen vom Mikrofon weg. Wir lieben dich, Katie. Komm bald wieder in die Kirche. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ich bin tatsächlich weiter weg vom Mikrofon gegangen. Eliza Anderson. Wir stehen alle hinter dir, Kate. Courtney Wagner. Hoffe, dir geht's besser. Peter Lam. Ich werde das jetzt einfach französisch vorlesen. Peter Lamont. Psalm. Oh Gott. 34 geteilt durch 18. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich weiß nicht, wie man es vorliest. Psalm. Kapitel. 34. Zeile. Vers 18. Ist das wenigstens halbwegs richtig? Ich habe keine Ahnung. Und ich war in dem katholischen Kindergarten. Oh mein Gott. Ja, nicht nur in einem katholischen Kindergarten, ich war auch in einer evangelischen Privatschule. Betonung liegt auf wahr. Also, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Kumpel. Ach, das steht Pater, nicht Peter. Ach, das sehe ich jetzt. Erst jetzt. Okay, daneben Pater Lamont. Kumpel, ich hoffe, dir ist bewusst, dass sie ziemlich lange geschrien hat. Niemand hat sie gehört. Dann hat sie versucht, Selbstmord zu begehen. Und wären wir nicht da gewesen, dann hätte sie es auch wirklich getan. Also, ich will jetzt nicht irgendwie gemein sein oder so, aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich versuche zu sagen, ohne dass ich es wirklich sage. Wenn ich wenigstens Zack Riggins, die Blackwell Bigfoots versprechen, das nächste Spiel für dich zu gewinnen. 4 Ausrufezeichen, 3 sind ein Zeichen für Dummheit, 4. Naja, erklärt sich dann schon von selbst. Weiter geht's. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Oh Gott. Zeit ist Quatsch. Douglas Adams. Douglas, warum muss ich jetzt... Okay. Ivan Harris. Du hast mich stolz gemacht, ein Teil Blackwells zu sein. Bravo, Max, bravo. Daniel Da Costa. Entschuldigung. Was? Ich verstehe nur Mädchen. Ein Mädchen, aber ich weiß nicht, was... Okay. Ein Mädchen. Ich weiß, dass Max ein Mädchen ist. Ah, Warren. Max, Power! Hayden Jones. Ups. Episch. Punkt. Er hat immer an einen Punkt gedacht. Broke Scott. Dich mit Kate vom Dach kommen zu sehen, war das Tollste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Danke. Dann hast du nicht wirklich viel gesehen in deinem Leben. Okay. Juliet Watson. So macht man Schlagzeilen, Max. Dana Ward. Du bist eine Heldin, Max. Danke. Okay. Ach, mehr gibt's nicht? Das sind doch noch ganz andere. Na gut. Ist vielleicht auch fürs Bessere. Blackwell might as well shut down for the next month. Ja, vor allen Dingen, ich fühle mich nicht mehr so gut mit meiner Entscheidung darüber, dass wir Nathan verraten haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ich spiele mit dem Gedanken nochmal das zweite Kapitel, halt ohne euch, neu zu spielen, nur damit ich das am Ende anders machen kann. Weil letzten Endes bin ich mit der Entscheidung nicht ganz so zufrieden. Gleichzeitig aber, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann müsste ich jetzt eine Aufnahmepause machen. Nein, dann müsste ich eine Aufnahmepause machen. Ja, sobald... Wisst ihr was? Das wird entschieden, sobald einmal gespeichert ist. Jetzt schauen wir noch im Zimmer uns um. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof.
And I will use my power to find out why. This has to end. Also, wenn das für dich glücklich aussieht, dann weiß ich auch nicht. Aber irgendwie keiner von euch lächelt so wirklich außer sie. Also, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, lächeln hilft beim Glücklichaussehen. Nun, okay, dazu werde ich jetzt auch keinen Kommentar abgeben. Ich kann zu allem einen Kommentar abgeben. Max, zieh dir was anderes an, deine Klamotten stinken. Weißt du, um Himmel. Spiegel. Okay, it's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Wortwörtlich. Okay, verlassen. Okay, this is scary dark. Let there be... Gibt es da eigentlich nicht immer so eine Nachtruhe oder wie auch immer das heißt auf so einem Campus? Ich bin mir nicht sicher, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, jetzt müsste sie eigentlich schlafen. Nee, sie blendet mich mit ihrem Licht. Oh, sie kann das hin und her wackeln. Yeah, yeah. Zeig mir, was du drauf hast. Zeig mir, was du drauf hast. Oh, yeah. Okay. Vermissten Booster kennen wir schon. Ach, jetzt. Jetzt auf einmal. Ich sag's ganz ehrlich, mich macht das gerade echt wütend, wirklich. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Ach stimmt, hier ist ja Victorias Zimmer, natürlich. Wow. I hope you burn bright again soon, Kate. Warte, was steht da? Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. What is this, the hand or eye could frame the fearful? Warte, was? Everybody play... Nein, bete vor... Was? Du machst gar keinen Sinn, Typi. Du machst keine... Ach, jetzt. So much hypocrite. Warte, jetzt hat... We miss you. Get well soon. Blackwell is... Blah, for you. I hope you get better soon. Get well soon. Blah, blah, blah. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Eben. No balls allowed. War das schon immer da? Ich sehe das erst jetzt. Also ich finde, Max hat Eier. Also um auf das Dach zu gehen und das Leben einer Person zu retten? Noch ein Poster, brauchen wir nicht. Okay. Entschuldigung, ich finde das witzig. Oh. Oh. Stimmt, aber das sind die Duschen, das sind nicht die Toiletten. Warum sollten sie offen sein? Du wirst ja nicht mitten in der Nacht in die Dusche kacken. Oder? Okay, das war jetzt widerlich. Ich weiß, ich bin ekelhaft. I have to be extra crispy careful, so I don't get caught outside the dorm this late. Ja, siehst du? Ich habe doch gesagt, man darf, I man muss jetzt schlafen. Victoria feels particularly shitty about posting that link. Ja. Jo, was geht ab? Ich bin auch hier, um meine Zähne zu putzen. Ja. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. Das hat jeder. I can't believe she tried to jump. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. I won't say a word. I swear to dog. I believe you, Max. Besides Victoria, you're the only one who asked me about my mom in the hospital. That meant a lot to me. I'm my own person, too.
Let me know if you need anything. Thanks. You're like weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Okay. Sie kriegt also nachts immer Panikattacken. Gut zu wissen. Gut, wir haben mit ihr geredet. Ja, genau. Also ich muss doch nicht Zähne putzen. Sie sind doch sauber. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Wir könnten, wir sollten aber nicht. Wir machen es einfach. Solange wir keine Spuren hinterlassen. Oh, wow. Ich habe vergessen, wie reich ihr Zimmer ausschaut. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Ja. Victoria is about as straight as me. But she really appreciates style. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Irgendwie irritiert mich das voll mit dieser Handy-Taschenlampe. Ja, was geht ab? Okay, das war seltsam. Schuhe, die echt nicht schön sind. Those boots are made for walking runways. Mit so einem Rot? Kleine, die sind nicht einmal für den Laufsteg gemacht. Also sorry, aber die sind echt nicht schön. Und das kommt eine wie... Das sag ich. Also wenn ich sage, dass Schuhe nicht schön sind, dann sind sie wirklich nicht schön. These socks cost more than my wardrobe. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sieht's nur so aus. Weil sie weiß, das Geheimnis weiß, wie man keine Löcher in ihre Socken kriegt. Oder weil sie weiß, wie man nicht die linke verliert. Es ist ein Rätsel. Und sie weiß die Antwort. I'll title this one, Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Mhm. Fotos von sich selbst. Igitt. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Das ist, glaube ich, nichts Schlechtes. Was, was ist mit dieser Wand? Was soll das darstellen? Muss ich das... Warum ist sie so grün und warum hängen da diese Sonnenteller? Okay, ich muss es nicht verstehen. Here they are getting loaded with Satan. Okay. Das war jetzt etwas sehr peinlich Unangenehmes. Ich werde mal so tun, als hätte ich das nie gesehen. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Arcadia Bay Cleaners. Willkommen, Victoria Chase. Auftragsdatum 8.10.2013. Ach, wir haben 2013 in dem Spiel. Ich dachte, okay. Dann haben wir 2013 dem Anschein nach. 10.52 Uhr. Bedient von Amelia Pond. Amelia Pond? Pond. Doch, das ist richtig. Heißt Pond, nicht Teich? Okay. Auftragsdetail. Ein Kaschmir-Pullover, einmal empfindlich, 30 Dollar. Pardon. Bezahlungsdetails, Änderungen, $30. Anzahlungen, $0. Fällige Summe, $30. Bitte behalten Sie diesen Beleg für die Abholung am Freitag, dem 11.10.2013, 11 Uhr. Kleidungsstücke werden nur einen Monat lang aufbewahrt. Okay. Victoria's secret. She's a geek. Warte, das ist nicht schlimm. Okay. Leuchtet im Dunkeln, Blueberry. Warte, wo ist sie? Da ist sie. Warte, leuchtet sie wirklich im Dunkeln? Sie leuchtet wirklich im Dunkeln. Okay. Entschuldigung. Ich musste das nachgucken. There has to be some dirt in here on Victoria. Los geht's. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Von Victoria an Taylor. Hey, Sweetie, was geht? Oh Gott, ew. Ew. Ich bin gerade von mir selbst angewidert. Okay, weiter. Ich drücke mich gerade von... Was ist das?
Ich drück mich gerade vor todlangweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich irgendwer auf verfluchte Hausaufgaben konzentrieren, nachdem jemand fast in den Tod gesprungen wäre? Ich kann nicht glauben, dass wir es live gesehen haben. Boah, ich möchte meine Hand nehmen und sie gerade durch meine Stirn schlagen. Okay. Es war wie... Oh Gott, ich muss meine Hand irgendwo festbinden. Es war wie Reality-TV. Und der Campus war noch nie so still, als verstecke sich jeder oder habe Angst. Ich fühle mich total scheiße wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht einen Cocktail. Wir trinken auf Kate. Von... Warte, V-Punkt. Okay. Von Taylor an Victoria. Was für ein Tag, Max und Kate so zu sehen. Ich brauche auch etwas. Ich brauche auch was zu trinken. Welche Uhrzeit? XO, Sweetie. Ah. Ah. Okay. Aufnahmepause.